Herzlich willkommen, liebe Freunde der Kunst. Wir sind in der Cadoro im Sommer 2022, genauer gesagt so kurz vor Juni. Und ich möchte Sie sehr herzlich einladen zu einer wunderbaren neuen Ausstellung, die wir mit dem bedeutenden Künstler Nam Joo Mo aus Korea hier in der Cadoro auf beiden Etagen zeigen. Es sind Arbeiten im Wesentlichen aus den letzten 5 Jahren. Aber alle wichtigen Werkgruppen sind dabei vertreten. Und welche Beziehung ich zu Korea habe, das möchte ich kurz daran skizzieren, dass ich nämlich bereits zu meinem 10-jährigen Jubiläum 1989, damals noch im Haus hinter der Kapelle 54, die Ausstellung von Chang Sang-wa, einem bedeutenden koreanischen monochrom arbeitenden Künstler, zeigte. Dann schon 97 oder 98 ungefähr gab es die Ausstellung Koreanische Positionen der Gegenwart. Inzwischen, also 1989, war ich ja dann auch in Korea gewesen, habe das Land kennengelernt, viele Künstler kennengelernt und fand das sehr, sehr spannend und habe dann koreanische Positionen gezeigt. Darunter waren so bedeutende Künstler wie Liu Fan, Nam June Paik, Chang Kwang-kyang und Kim Chan-yeol. Und jetzt habe ich dann mehr und mehr mit den Koreanern Kontakt gehabt. Ich war inzwischen mehrfach da und dann auch mich auf die monochrom arbeitenden Künstler konzentriert. Da gibt es nämlich eine ganz große Gruppe eigentlich von Künstlern, die so in die Richtung gehen, wie das, was mir so Spaß macht. Ich habe dann 2005 das koreanische Monochrom mit Arbeiten von Park Soo-bo zum Beispiel und dann 2012 die Ausstellung Monochrom in Korea gezeigt. Und darunter waren die ersten Arbeiten von Nam Joo Mo. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, man immer schon so einige Jahre schon dachte, da müsste man doch mal wieder was zeigen und was sehen. Und jetzt traf ich ihn vor einiger Zeit wieder persönlich und dann haben wir ganz schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben also hier so einen kleinen Rundgang. Wir haben hier, die frühesten Arbeiten sind von 2016, 2017 aus der typischen Serie seiner Lines-Arbeiten. Die Arbeiten sind ein Relief, man sieht das sehr klar. Sie bestehen aus kleinen, scheinbar quadratischen oder rechteckigen Kästchen. Die Seitenränder sind aus Kunstharz gemacht. Er nimmt einen Holzbalken, er zieht Leinwand darüber, er streicht diese Leinwand mit Kunstharz ein und wenn sie getrocknet ist, nimmt er sie ab und schneidet sie in kleine Stücke, die er dann auf die Oberflächen seiner Bilder montiert. Bei dieser Arbeit, auch die ist ein Relief, auch wenn sie auf den ersten Blick flacher aussieht. Also hier hat er dann Leinwände genommen, Leinwandstücke, hat sie mit Linien bemalt, auseinandergeschnitten und wieder zusammengefügt. Auch das eine sehr wunderbare malerische Arbeit, die mit dem Thema Linie spielt. Und zum Thema der Linie haben wir gleich hier auch 3 sehr, sehr schöne Zeichnungen. Es sind gewissermaßen Linien im Raum, denn wenn Sie genau hinschauen, sind bei diesen Kohlezeichnungen nicht nur die einzelnen Linien zu sehen, sondern sie werfen kleine Schatten, wodurch eine große Räumlichkeit erzeugt wird, denn die Schatten sind fast nicht sichtbar, aber man spürt sie und dadurch entsteht diese Dreidimensionalität. Es ist dieselbe Dreidimensionalität, die wir dann hier in diesen Arbeiten mit dem schönen Namen Beam haben. Also Beam ist einmal ein konstruktives Element, aus dem man Häuser baut, aus Balken baut man Häuser. Aber es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er eben diese Elemente, die er appliziert, über einem Beam, einem Balken herstellt. Wenn das Ganze in Bewegung besteht, dann wird Frühling. Spring heißt die Serie dieser Arbeit mit Wellenbewegungen, in der Regel monochrom, also seit den jüngsten Zeiten, seit den letzten 2, 3, 4 Jahren vollkommen monochrom, in früheren Zeiten auch mal in gemischten Farbigkeiten. Wir haben hier eine sehr, sehr schöne Serie aus den Beams und Springarbeiten, also die mir persönlich ganz besonders gut gefällt. Also hier ist es so, man hat dieses Kunstharz, Streifen sozusagen, die er erst aufmontiert hat und dann kleine Öllinien hineingezeichnet mit dem Pinsel.
bei diesen Arbeiten hier rechts zum Beispiel hat er dann erst die Streifen sozusagen mit der Linie bemalt, dann auseinandergeschnitten und kreuz und quer zusammengefügt. Und hier bei der linken, welligen Arbeit, die mir also ganz besonders gut gefällt, finde ich sehr, sehr delikat, dann sieht man, wie diese Linien sich fortsetzen und aber doch unterbrochen sind, weil natürlich sie nicht so montiert worden sind, wie sie auseinandergeschnitten wurden. In den späteren Zeiten kommt er jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Malerei zurück. Diese Stroke-Lines-Serie, die er mit dem Pinsel aufträgt, selbst da ist natürlich, gibt es Leinwandstücke, die einmontiert sind, über und untereinander liegen, aber wir sind hier wieder sehr in den Bereich der Malerei zurückgekommen. Es geht immer noch um die Linie, aber die Linie, die eigentlich, wenn man so will, aus der Kalligrafie kommt. Hier ist so ein Bild so mit Schwarz. Beige, wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich eine Art Goldfarbe, die übereinander liegt auf dieser Leinwand, die auch aus verschiedenen Stücken zusammen montiert und appliziert sind. Also das ist jetzt eine sehr intensive Bewegung, die mit der er begonnen hat, vor allen Dingen in Corona-Zeiten, als er zu Hause saß und viel arbeitete und überlegt hat, wie kann ich die Menschen erreichen, und er wollte da ein bisschen mehr Persönliches von ihm selbst hineinbringen in die Bilder. Wir gehen jetzt noch ins Erdgeschoss schnell, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen. Wir sind also hier jetzt im Erdgeschoss der Caduro angekommen. Der Raum ist höher, die Bilder sind größer, und gleichwohl sehen Sie hier in meinem Hintergrund auch wieder die Stroke-Lines-Arbeiten, die Arbeiten, die er mit dem Pinsel aufträgt, und hier, indem er auch das Schwarz einfach nimmt, schwarze Acrylfarbe, die er mit dem Pinsel flott und schnell aufträgt, kommt er im Grunde wieder zu dem zurück, womit er gestartet ist, nämlich mit sozusagen der Kalligrafie, einer typisch koreanischen Vorgangsweise, wo mit großen Pinseln gearbeitet wird und sehr schnell, eine asiatische Art und Weise, wo sehr schnell gearbeitet wird und sehr viel Persönliches sichtbar wird. Wir haben hier rechts und links noch einige der Spring- oder Beam-Arbeiten, kleineren Formats in fröhlichem Bunt und sehr konstruktiv, aber auch sehr anregend. Man sieht hier durch das Seitenlicht sehr schön, gerade hier bei dem Roten auch, das mir sehr gut gefällt, wie das Licht-Schattenspiel da zur Wirkung kommt. Es geht bei ihm immer um Raum. Raum und Zeit sind ja die Bedingungen a priori, die Kunst sichtbar machen. Und man sieht hier eigentlich sehr gut, wenn das Seitenlicht so drauf fällt. Ich will nicht zu dichter kommen, sonst kollidieren die Rottöne, aber Zeit und Raum sichtbar werden in so einem Relief. Wir haben hier gegenüber sozusagen unseren Schwarzraum-Weißraum. Auch hier, ich finde ganz wunderbar, also diese weiße, frühlingshafte Welle. Jetzt kann ich mich auch wieder in die Nähe der Kunst begeben, ohne dass es Engpässe gibt. Es gibt hier eine wunderbare, schöne Serie. Steht im Grunde in der Korrespondenz mit der oben den Arbeiten. Auch hier ist es wieder dieses Kunstharz, diese Kunstharz sozusagen Streifen, die aber hier vollkommen ausgemalt sind mit Farbe, einmal kreuz quer und aber auch diagonal mit kleinen Stücken hier, und sozusagen ein ganz delikates Kleinod in Weiß auf Weiß. Da denkt man natürlich als Deutscher sofort wieder an Cero. Es hat sehr viel mit diesen Gedanken auch zu tun, dass man in den Raum hineingeht, dass man aus der Fläche ein Relief macht, dass man irgendwo konstruktiv ist und nicht zu emotional, aber dass trotzdem eine große Poesie in diesen Werken ist. Und wie immer, ich lade Sie natürlich ein, kommen Sie in die Caduro, schauen Sie sich diese großartige Ausstellung an. Es ist selten, dass ein Künstler zwei Etagen hier bespielt, und ich glaube, es lohnt sich, die Dinge wirklich aus der Nähe und im Original anzusehen. Sie werden einen hohen Genuss dabei erleben können, ebenso wie ich. Und in dem leuchtenden, frühlingshaften Licht, das jetzt hier überall einkehrt, ist der Genuss noch viel schöner. Also ich erwarte Sie in der Caduro am 11. Juni. Um 15 Uhr ist die Vernissage. Wer es schafft, ist uns herzlich willkommen. Aber die Ausstellung geht den Sommer über, und so haben Sie viel Gelegenheit, sich alles auch in Ruhe anzusehen. Vielen Dank!